Hallo und herzlich willkommen bei Upgraded TV. Heute mit unserem Quiz Buzzer Buzzer Game. Ja, das ist Kostin, mein Kumpel. Wir haben außerdem noch unser Quizmaster Felix mit dabei, der euch kurz erklärt, worum es geht, beziehungsweise die Spielregeln erklärt. Genau, es ist relativ einfach. Wir werden 10 Fragen haben, im Optimalfall. Vielleicht werden es auch ein paar mehr, die ich nacheinander fragen werde. Und es geht darum, wer hier die bessere Reaktionszeit hat, also wer letztendlich die Fragesteller beantworten kann. Und das mit dem Buzzer, einmal links, einmal rechts, Funktionskontrolle, auch schneller beantworten kann. Wir starten jetzt gleich ins Game. Die Fragen sind so ein bisschen aus der Allgemeinbildung, so ein bisschen hier, ein bisschen da. Die Themenbereiche sind ganz unterschiedlich. Ich freue mich drauf und ja, lass uns starten. Okay. Die Spiele beginnen. Lass die Spiele beginnen. Macht Kinder froh und... Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Punkt ganz Nummer genau. Eins. Okay, das war leider schon ein Punkt für Costa. Das war leider der allererste Punkt für Costa auf der rechten Seite. Ist nicht so schlimm. Wir machen hier nochmal die Funktionskontrolle. Einmal links, einmal rechts. Alles wunderbar. Okay. Quadratisch, praktisch, gut. Costa. Ah, oh, fuck. Entschuldigung, jetzt liegt mal auf die Zunge. Oh nein, das war geil. Yeah. Es fällt mir nicht ein. Nein! Oh. Okay, das ist tatsächlich jetzt, sind wir in der... Ich will die Auflösung, bitte. Ja, die Auflösung ist noch eine Möglichkeit. Und zwar kann Simon jetzt auch eine Antwort geben. Bekommt erstmal einen Punkt von Koste, der gerade seine Antwort ja nicht wusste. Und hat durch die Antwortmöglichkeit die Möglichkeit, den zweiten Punkt durch eine Frage zu machen. Kann ich mal den Anfang hören? Quadratisch, praktisch, gut. Quadratisch. Das ist deine Antwort? Nein. Was war die Frage? Quadratisch, praktisch, gut. Ich weiß es nicht. Okay, dann hast du tatsächlich jetzt nur den einen Punkt. Den zweiten nicht, es wäre Rittersport. Ja! Kurz aufzulösen, Rittersport ist jetzt auch nicht so schwierig. Oder man hätte es wissen können auf jeden Fall. Okay, die letzte Frage aus dieser Kategorie. Okay. Wenn es um Geld geht. Sparkasse, ganz genau. Simon, der zweite Punkt für Simon. Okay, als nächstes haben wir ein paar Fragen aus Mensch und Medizin. Mal sehen, wer sich da besser schlagen wird. Es werden auch 3 bis 4 Fragen. Wir haben tatsächlich erst 2 Punkte verteilt. Wir haben uns vorgenommen, 10 Punkte zu machen. Also es ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Mal gucken, wer in dieser Kategorie der Bessere sein wird. Also, nächste Frage. Welches Tier war 1984 Organspender für das Herz eines Babys? Ha, das ist ja sehr gut. Ich denke, ein Tier, aber ich will auf jeden Fall nicht drücken. Simon? Ein Schwein. Ein Schwein, ja. Sagt Simon. Ist ja tatsächlich auch relativ naheliegend. Nein, ein Pavian. Deswegen war Schwein der erste Gedanke, den ich hatte. Und ich habe nicht gewonnen. Ja, super. Also kriege ich einen Punkt, fairerweise. Dankeschön. Genau, Koste kriegt fairerweise einen Punkt. 2-2. Ja. Also okay, die Frage auch noch beantworten können, um noch einen Punkt zu erhaschen, aber ich wusste die Antwort nicht, deswegen habe ich nicht gedrückt. Nächste. Ich habe einfach mal gezockt. Nächste Frage. Wozu dienen Barbiturate? Könnte man wissen? Warum drückt, du weißt es? Nee, ich weiß hier keinen Punkt verstehen. Na? Ich schließe die Frage in 3. Ich könnte was vermuten, 2, aber ich drücke nicht. Ich kann ja gleich was sagen dazu. 1. Ja. Und die Frage ist zu. Barbiturate sind Schlafmittel zum Beispiel. Okay. Das ist alles, was ein bisschen sedativ wirkt, also alles, was dich so ein bisschen müde macht. Ja. In dem. Und damit auch die letzte Frage aus dieser Kategorie. Was ist eine Gastritis? Ein Magen-Darm-Virus-Beschwerden? Nee. Durchfallerkrankungen? Mit Übergebung? Nee, das kann ich nicht denken lassen. Das ist eine Magenentzündung. Eine klare Antwort. Eine klare Antwort, doch, definitiv. Geht nicht klar. Achso, jetzt guck mal, jetzt habe ich Kosten einen Punkt gegeben.
nicht, dass ich hier noch Fehler mache. Simon kriegt natürlich den Punkt. Und ja, wir starten gleich weiter mit der nächsten Kategorie. Die nächste Kategorie ist Süßigkeiten, habe ich hier noch. Oh, ja, oh, so Süßigkeiten, Süßigkeiten, ist Spezialgewinn, oder? Ja, ja, es wird auch noch ein Video folgen zu Süßigkeiten. Oh, genau, so ist es. Freut Zuschauer, wissen wir es. Die wohl längste Praline der Welt. Duplo. Ja, aber wer war zuerst Video? Ich glaube, Simon war fairerweise erst. Ja, ich glaube tatsächlich, Simon war auch zuerst, aber man muss sagen, sein Buzzer hat nicht funktioniert ordnungsgemäß. Okay. Probier nochmal mit einmal. Ja, okay. Ja, aber der ist noch ein bisschen leise. Ich bin schon fair. Ich gebe den Punkt. Oh ja, okay. Simon den Punkt. 4-2 Yeah. Zu Simons Gunsten, ja, um Gottes Willen. Nicht so wiederholen. Ne? Nein, aber 4-2 Ja, ja. Ist voll. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ich weiß es. Na? Aber er hat noch Zeit. Guck mal, wenn er falsch antwortet, kriege ich einen Punkt. Und dann kann ich noch mal antworten. Ich weiß es. Sag's. Ja, es liegt mir auf der Zunge. Nein, ich weiß es nicht. Simon weiß es nicht. Koste, die Frage ist an Koste weitergegeben. Du hast die Möglichkeit, 2 Punkte zu holen. Machen wir nicht so einen Druck, aber ich sag mal eiskalt Milka. Ja, das ist richtig. Milka ist die absolut richtige Antwort. Jawohl, meine Koste Freunde. Aufgeholt und wir haben jetzt 2 Punkte Stand auf mein Konto. Ja, 2 Punkte auf dem Konto. Wir haben glaube, ich habe ihn überholt. Und 4-4. Oh, einmal links, einmal rechts. Okay. Und ich wir melden uns gleich wieder. Ja. Bis gleich. Runde 2. Zweite Runde. 4-4. Zweite Runde. 4-4. Wir wieder Fragen aus der Allgemeinbildung. Eine kleine Regeländerung haben wir noch. Und zwar wird es so sein, dass wenn die beiden keine Antwort parat haben und ich das Spiel eigentlich sonst zumachen würde, gebe ich 4 Antwortmöglichkeiten vor und die beiden haben dann nochmal die Chance, ihr Wissen zum Besten zu geben. Mal sehen, ob dabei mehr rumspringen wird. Ich bin sehr gespannt. Aktueller Punktestand, wie gesagt, 4-4. Die beiden Buzzer funktionieren auch noch. Mein Duell geht los und wir starten mit der ersten Frage. Ja, viel Erfolg. Na, los geht's. Okay. Präsident welchen Landes war Nelson Mandela? Sigi. Afrika. Afrika ist was? Ein Kontinent. Ein Kontinent. Koste? Gut, ich will mich da jetzt nicht verstricken. Ich kassiere den Punkt. Dann. Südafrika wäre es genau gewesen. Es ging um das Land, ganz Kontinent, den Kontinent. Oh ja. Koste jetzt 5 Punkte. Pech gehabt. Nächste Frage. Wo fand 1816 die erste Sitzung des ersten deutschen Bundestages statt? In Bonn? Nein, tatsächlich nicht. Deswegen habe ich es gedacht. Es war ein bisschen verstrickend, das wäre Frankfurt am Main gewesen. Okay, also Frankfurt am Main wäre richtig gewesen. Okay, zocke zu viel. Es sind so ein paar Geschichten, die man auch. Deswegen zocke ich nicht, ich versuche ein bisschen taktisch, ne, an die Sache ranzugehen. Genau, Koste jetzt aktuell mit wie vielen Punkten? 6. 6 Punkte hat Koste. So, jetzt zocken wir hier. Jetzt geht's nämlich weiter. Ja, ich zocke. Okay, jetzt kommt eine Frage, wo ich Antwortmöglichkeiten vorgebe. Okay. Okay, also wartet ab mit dem Drücken, es sei denn, ihr wisst es. Solltet ihr es wissen, ohne die Antwort vorher von mir gehört zu haben, gibt es 2 Punkte. Okay. Soweit verstanden? Jawohl. Okay. Konrad Adenauer war A. Erster Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. B. Erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. C. Koste. Ich sag Bundeskanzler, der Erste. Der erste Bundeskanzler. Koste, 7 Punte. Jawohl, Freunde, ich war der erste Bundeskanzler. Danke, Herr Schütz, Geschichtslehrer. Danke, Herr Geschichtslehrer. Jawohl. Wie ist dein Geschichtslehrer? Herr Schütz, der Geschichtslehrer. Vielen Dank, offensichtlich ist ein bisschen was hängen geblieben. Okay, die nächste Frage. Diesmal wieder ganz regulär. Also ich werde keine Antwortmöglichkeiten vorgeben, sondern ich bitte euch, erstmal schnellstmöglich zu antworten. Okay. Ihr wisst es nicht, dann alles auf den Anfang. Wann begann der Bau der Berliner Mauer? Gute Frage. Ja, man weiß so viele Eckdaten, ne? Aber wann der Start, das ist ja schon wieder. Ist ja schon wieder, ne? Ja, ist ja wieder ein anderes Datum. Offensichtlich finden wir hier keinen Anklang bei dieser schwierigen Frage, also gebe ich 4 Antwortmöglichkeiten vor. Ja. Ihr dürft erst drücken, wenn ich alle Antwortmöglichkeiten vorgelesen habe, um welche Chance für alle zu bieten. Okay. Okay, A. 1945, B. 1961, C. 1968 oder D. 1938. Ha.
Ich fühle ja eigentlich. Aber warte mal, das ist zu viel. Ja, los, ich mach einfach trotzdem egal. Kostet 45? Na, nö. Dann weiß ich die Antwort. Dann weiß ich die Antwort, kostet. Ja, nee, aber dann krieg ich ja noch einen Punkt abgezogen. Okay, nächste Frage. Bereit? Ja, ja, sicher. Wer schrieb Faust? Simon! Schiller. Kostet einen Punkt? Kostet einen Punkt. Schiller ist nämlich falsch. Schiller ist falsch. Nein, Goethe wäre es gewesen. Nein, ich hatte sie in der Schule. Kostet einen Punkt. Wie viel hat denn der Koste? Kurzer Zwischenstand. Der Koste, wie viel? Was denkst du denn, wie viel du hast? Was denkt ihr, wer führt? Na, ich führe definitiv. Ich denke mal so mit 8 Punkten. Ja, ganz genau. 8 Punkte Koste ganz aktuell. Simon ist mit sportlichen 5 dabei. Also eine 3-Punkte-Differenz. Es wird schwierig aufzuholen. Aber noch ist Hopfen und Malz nicht verloren. Und das war die beste Überleitung zu unserer nächsten Frage. Und zwar lautet die: Wie alt ist unser Reinheitsgebot? Oh. Ich also nicht Bier. Es reichen ungefähre Angaben in, in 100 Jahren. Reichen ungefähre Angaben. Ja, oh, ich hab schon mal gehört. Oh, in 100 Jahren. Oh, ich bin vom Hocker gefallen. Vom Hocker gefallen. Vor lauter Hopfen. Okay. Nee, ich möchte nicht riskieren. Ich bin ja ein guter Führer. Okay, du bist guter Führer. Dann werde ich Antwortmöglichkeiten vorgeben. Ja, das warte ich ab. Ich warte ab. A. 200 Jahre. B. 500 Jahre, C. 1000 Jahre oder D. 35 Jahre. Franziskaner reden ja immer vom Reinheitsgebot oder so. 200 Jahre. Nö. 500 Jahre wären es gewesen. Simon hat sich hier mehr in die Scheiße reingeritten. Es geht nämlich immer darum, jetzt hat Koste einen Punkt mehr, ist bei 9 Punkten und wir kommen zu unserer Finalfrage. Die nächste Antwort, Frage. Ich weiß, hat er die nächste Frage. Ich habe gewonnen. Die nächste Frage. Okay, oh, jetzt kommt die finale Frage. Okay? Jawohl. Okay. Eine Frage, die man, das könnte man wissen. Also es geht los. J.R.R. Tolkien hat welches Buch geschrieben? Das liegt mir auf der Zunge. Ey, warte, bevor ich es weiß. Aber ich kann auch zocken. Harry Potter? Nein, die erste Antwort zählt. Ja. Damit ist die Frage geschlossen. Oh, aber es war Herr der Ringe. Simon, oder? Simon jetzt so, mit 6 Punkten kostet 9 Punkte. Okay? Nicht schlecht. Nächste Frage, seid ihr bereit? Jawohl. Ja, passt ein bisschen zum Straßenverkehr. Also Augen auf dem Straßenverkehr, Augen auf bei dieser Frage. Augen auf beim Eierkauf. Augen auf beim Eierkauf. Über Rot fahren, rasen oder gar betrunken fahren, das gibt einen Punkt in... Koste. Motherfucking Flensburg. Flensburg ist die richtige Antwort. Dann haben wir einen eindeutigen Gewinner und das ist Koste. Okay, Freunde, wir hatten ja gesagt, es gibt eine Strafe leider für mich. Ja, eine Strafe leider, damit er das nicht selber sagen muss. Wir haben drei Strafemöglichkeiten uns überlegt, beziehungsweise uns ausgedacht. Die erste Möglichkeit... Dazu müssen wir sagen, die schnell vorhanden waren, leicht fast in ihren Haushalt zu finden sind. Genau, um also, auch schnell für euch durchzuführen. Genau. Die erste Möglichkeit ist, in eine Zwiebel beißen. Nein, ich weiß nicht. Eine Zwiebel essen. Eine mittelgroße Zwiebel, haben wir gesagt. Also es wird nicht schön. Wir haben gesagt, wir versuchen eine ganze Zwiebel zu essen. Naja, was heißt das für ein Versuch? Ne? Also wenn ich das verloren, dann gibt es noch miesere Strafe. Oh ja. Die zweite Möglichkeit ist, ein Löffel Zimt. Ein Esslöffel Zimt einfach mal so rein. Und die dritte Möglichkeit ist... Das waren die guten Nasenhaare. Ja. Da werden die Nasenhaare gezogen. Die beliebte Möglichkeit, nämlich sich die Nasenhaare einzeln mit einer Pinzette ziehen zu lassen. Ja. Koste hat den Vorrang, die Strafe zu wählen, weil er das Quiz gerade gewonnen hat. Ja, wir dürfen gespannt sein, wofür er sich entscheidet. Koste, jetzt dein Part. Okay, dazu würde ich ja erstmal den Simon fragen. Ich lehne mich mal zurück. Wie viele Nasenhaare hast du denn überhaupt? Ja, da sind ein paar sind da. Ich würde niemals Nasenhaare, das langweilig macht. Das wollte ich nämlich sagen gerade. Ich sehe, er hat nicht so viele Nasenhaare. Zimt war nämlich auch mein Vorschlag, weil Zwiebel, man kennt jeder, machen wir aufs Brot, auf den Burger, irgendwo rauf. Aber das mit dem Zimt würde ich mir mal gerne angucken.
wie das schön in deinem Mund ein bisschen aufpappt und ja, Chili wäre gemein, deswegen Zimt. Ganz also. Genau, ganz genau. Ich denke auch schön ein bisschen Zimt. Ja. Mal sehen, was passiert. Ihr werdet gleich dabei sein. Wir freuen uns auf euch. Wir bereiten uns kurz vor. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder.